Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Weinberg, ich finde das schon geradezu gruselig. Sie sagen, Sie wollen keine Stigmatisierung und tun es in einer Tour. Sie sagen, Sie wollen den Schutz der Prostituierten, Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen und legen keinen einzigen Punkt vor, mit dem Sie tatsächlich schützen. Ich will Ihnen das auch beweisen. Sie wollen eine Anmeldepflicht, Sie wollen verpflichtende Gesundheitsberatung, Sie wollen Kondompflicht mit Ihrem Prostituierten-Schutzgesetz. Ich sage Ihnen, lassen Sie das einfach stecken. Sie verfehlen nämlich komplett das Ziel. Und Sie tun noch mehr. Sie schrammen nämlich mal eben an der Einschränkung von Grundrechten vorbei. Und das ist keineswegs akzeptabel. Vor 14 Jahren, Sie haben es erwähnt, ist Prostitution legalisiert worden und seitdem fällt Prostitution auch unter die Berufsfreiheit, geregelt in Artikel 12 des Grundgesetzes. Das heißt im Übrigen nicht, dass Sexarbeit ein Beruf wie jeder andere ist. Aber, und das ist der eigentliche Punkt, das heißt, Prostitution ist legal, ist ein Beruf und Prostituierte dürfen nicht in ihrer Berufsfreiheit eingeschränkt werden. Und deswegen müssen die Berufsbedingungen geregelt werden. Und es müssen die Rechte derjenigen gesichert werden, die in dieser Branche arbeiten, so wie es meine Fraktion in ihrem Antrag fordert. Deswegen, in diesen jetzigen Bedingungen der Prostitution, da haben Sie ja recht, ist viel zu verändern. Vor allem im Bereich der Armutsprostitution herrschen entsetzliche Zustände. Viele nehmen Drogen, der Ausstieg ist deswegen so schwer, weil auch oft niemand erfahren darf, dass einer Arbeit in der Prostitution nachgegangen wird. Viele Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter können sich schlicht nicht outen. Aber mit einer Anmeldepflicht wirken sie doch zusätzlich stigmatisierend und erschweren diesen Ausstieg. Und sie erschweren die Berufstätigkeit, die Ausübung des Berufs unverhältnismäßig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, machen wir uns doch auch nichts vor. In den letzten zwei Jahren, in denen wir hier diese Debatte führen, da ist doch die gesellschaftliche Stigmatisierung gewachsen. Und zwar genau aus dem Grund, den Sie hier eben wieder gemacht haben, indem Sie nämlich zwei Themen unzulässig vermischen. Sie vermischen, dass es eine legalisierte Prostitution gibt mit den Straftatbeständen, ich wiederhole, den Straftatbeständen des Menschenhandels und der Zwangsprostitution. Und ja, Regelungen im Prostitutionsgewerbe muss es geben, aber der Ausgangspunkt für diese Regelung muss doch der konkrete Bedarf und der tatsächliche Schutz der darin Tätigen sein. Und das ist eben ein Unterschied, ob drei Frauen in einem Wohnungsbordell arbeiten, ob 150 Frauen in einem Großbordell arbeiten oder in ihrem eigenen Studio oder in einer Flatrate-Bar. Und deswegen müssen diese Mindeststandards auch angepasst sein. Die müssen zu den Bedingungen passen. Deshalb ist es egal, wo Prostituierte letztlich arbeiten. Es ist zu gewährleisten, dass sie ohne Beeinträchtigung ihrer sexuellen Selbstbestimmung das auch selbsttätig möglichst tun können. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Weinberg, Sie schützen doch wirklich nicht die, die besonderen Schutz brauchen. Keine einzige Zwangsprostituierte hätte auch nur einen Fortschritt zu erwarten, wenn die Bundesregierung ihr Vorhaben umsetzt. Sie regeln eben nicht die dafür eigentlich erforderlichen Ausstiegsprogramme, Sprachkurse, Arbeitsmöglichkeiten jenseits der Prostitution. Sie regeln kein Aufenthaltsrecht, unabhängig von der Aussagebereitschaft. Und auch Armutsprostitution wird doch nicht mit Regulierung verhindert. Dafür braucht es eine Bekämpfung von Armut und dafür braucht es soziale Garantien, anständig bezahlte Arbeit und die Stärkung der Selbstbestimmungsrechte. Für diejenigen, die sich nach rationalen Erwägungen entschieden haben, diesem Broterwerb nachzugehen, werden die Arbeitsbedingungen durch ihre Vorhaben erheblich erschwert. Sexarbeiterinnen brauchen, und Sexarbeiter auch, damit sie eben unabhängig, zum Beispiel von Großbordellbetreiberinnen, ihren Beruf frei ausüben können, eine Stärkung ihrer Rechte und eine Verbesserung ihrer sozialen Situation. Konkret, sie brauchen den Zugang zu den Systemen der sozialen Absicherung, sie brauchen klare Mindeststandards für Prostitutionsstätten, einen Ausbau der aufsuchenden und nicht der verpflichtenden Beratungs- und Informationsangebote. Prostituierte oder Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter brauchen so starke Rechte, dass ein Zwang unmöglich wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt die Kollegin Ulrike Bahr.